So, das haben wir geschafft. Das erste Match im Multiplayer-Modus haben wir hinbekommen und Marcel und ich haben die KI auf leichtem Schwierigkeitsgrad gemetzelt und gemördert. Bin stolz auf uns, Marcel. Ja, haben wir gut gemacht. Gleich in die zweite Mission, aber vorher nochmal ab in den Store und gucken, was man da so machen kann. Ja, weil das das heiße Diskussionsthema ist, rund um alle Leute, die in das Spiel eventuell reinschnuppern wollen. Wie läuft das hier ab? Mit echt Geld? Muss ich doppelt zahlen? Wir gucken uns das mal an. Also in dem Store gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann entweder die Ingame-Währung, die man halt hatte, durch erfolgreiche Spielen einsetzen, um Einheiten freizuschalten, oder man kürzt das ab und sagt, ich hätte gerne sofort irgendwie die super-duper Einheiten von später. Aber wir haben jetzt schon relativ viele Punkte bekommen. Ich habe 1860 Punkte bekommen durch ein paar wenige Matches. Die kann ich schon benutzen, um zum Beispiel mehrere Einheitentypen freizuschalten. Man kann 7 nach den einzelnen Fraktionen. Man kann 7, ob man Infanterie oder Fahrzeuge oder Flugzeuge freischalten haben möchte. Und ich klicke mal auf alles, was ich nicht in Besitz habe. Und wir nehmen mal ich glaube, ich würde gerne mit der dritten. Was hatten wir eben? Womit hatten wir eben gespielt? Wir hatten eben gespielt, war ich Global Risk, oder? Oder war ich New Horizon? Ich weiß schon gar nicht mehr. Lass mich ganz kurz gucken, eine Sekunde. Dann kann ich es jetzt. Gerade waren wir, glaube ich, New Horizon. Sollen wir mal Global Risk sein? Wir waren New Horizon, genau. Global Risk können wir mal nehmen. Du hattest, glaube ich, in der Singleplayer-Kampagne Blacklist, richtig? Genau, Singleplayer-Kampagne Blacklist, gerade New Horizon, wir probieren jetzt mal das aus. Ich guck mal, was es da gibt bei Global Risk an neuen Einheiten. Ein Grenadier oder ein Schildsoldaten, wir gucken uns den mal an. So sieht der Kollege aus, gepanzerte Infanterie, wenig Angriffsreichweite, effektiv in ein Gebiet gehalten werden muss, Speerspitze eines langsamen Vormarsches. Mit Schild in der Hand, was gibt sonst hier? Ein Grenadier, Flächenangriffe, finde ich cool. Finde ich immer gut, da muss ich nicht zielen. Kann verbessert werden in Bezug auf Reichweite und Feuerkraft. Ah, Panzerung erhöhen, dann wird die Einheit allerdings bewegungsunfähig. Dann gucke ich mir nur an, was es bei Fahrzeugen gibt. Den Marshall, leichte Artillerie, große Entfernung beschießen, finde ich immer gut. Da muss man sich nicht keine Gedanken machen über Wegfindung, bin ich immer total für. Spezialist auf Bodenziele. Was gibt sonst hier noch? Den Panzer Imperator. Schwere Artilleriepanzer, Flächenschaden, volle Pulle drauf. Kann verbessert werden, große Entfernung. Ich hätte gerne einen Imperator und wäre auch gerne einer. Das fände ich schon mal cool, dann würde ich alle meine Punkte beinahe für ausgeben. Dann den Gladiator noch. Kampfpanzer, kurze Reichweite, hoher Schaden. Lahmarsch, effektiv gegen Flugeinheiten. Fände ich auch cool. Flugeinheiten fände ich auch cool. Tja, ich hätte gerne beide. Beide geht nicht. Dann nehme ich, glaube ich, den Imperator mit. Kaufe ich mir den mal. Der wird wahrscheinlich erst spät freigeschaltet. Kann man sehen, ab wann der, ab welcher Stufe des Werks der da ist? Habe ich mich auch schon gefragt. Ich habe es bisher nirgendwo gesehen. Ach komm, wir machen Flächenschaden, große Entfernung, volle Kanne drauf. Den kaufe ich einmal hier. Wie kauft man den? Einmal anklicken und hier unten kaufen? Ja, ich will ihn kaufen. Ich hätte ihn gerne. Einmal Imperator. Transaktion erfolgreich. Mein erster Kauf im Ingame-Shop und ohne Echtgeld. Jetzt gehen wir rein ins nächste Multiplayer-Match. Gehen zurück auf, ich glaube hier rüber, ne? Menü, Tutorialsprache, bla bla bla. Desktop will ich nicht. Zurück ins Spiel. Spielen hier oben. Lobby-Browser, einmal Lobby starten und diesen Modus wollen wir ausprobieren. Das ist der Koop-Modus, Operation Thunders. Nee, das ist Quatsch. Lobby erstellen. Erstelle mal selber eine. Dann Kooperativspieler gegen KI. Operation Thunderstrike, empfohlen Spieler 3. Ach du und ich, wir zählen. Einer von uns zählt immer doppelt, Marcel. Das sollten wir doch hinkriegen. Ja, komm, machen wir. Kooperativ gegen die KI. Ein New Horizon Orbit-System hat das Bewusstsein erlangt. Die KI feuert gleichermaßen auf Freund und Feind. Wir stellen ein Lobby. Treten an. Erstmal, da bist du mit dabei. Sehr schön, danke dich. Dann spiele ich als Global Risk. Und jetzt kann ich meine Einheiten auswählen. Oder wie ist das? Ja, du kannst draufklicken und dann kommt ein Untermenü, wo du die tauschen kannst, da wo es möglich ist. Ah, okay. Das ist der Commander.
Ich habe erstmal nur Kardinal. Dann trete ich mit ihm auch an. Das sind die einfachen Soldaten. Auch der Normale nur. Das ist der Normale. Das ist Kavalierfahrzeug. Da steht mir der Imperator zur Verfügung. Das sind die einfachen Luftgeschichten. Okay, also eine Alternative habe ich mir gekauft. Das ist der Panzer hier. Bei allen anderen nehme ich die Standardgeschichten. Einmal raus. Nochmal sicher gehen, ob ich ihn auch habe. Das ist der Imperator. Alles okay. Bist du bereit, Marcel? Ja, die Frage ist mit dem Schwierigkeitsgrad. Lassen wir ihn auf Mittel oder gehen wir auf Standard? Standard. Standard klingt nach Mittel. Ich weiß, Mittel ist angeblich Mittel, aber das ist ein Übersetzungsfehler, wenn man Standard. Nee, im Ernst, das ist echt anspruchsvoll. Wir hatten schon mal kurz reingeschnuppert. Also, wir erklären ja auch und wir wollen ausprobieren, wir wollen auch Spaß haben. Und komm, wir machen das. Wir machen auf Standard. Du und ich, Marcel, startklar? Ja, packe, kannst starten. Und du trittst an mit welchem? Du trittst nicht als Global Risk an, ne? Nee, ich habe wieder die Fraktion von vorhin gewählt. New Horizon. Weil mir haben da einfach die Panzer, die Manticores, extrem gut gefallen. Die haben richtig Schaden gemacht. Ja. Ich habe gerade nochmal ein anderes Flugzeug ausgewählt. Da will ich jetzt nochmal reinschnuppern und dann gucken wir mal, ob wir das hier auch zu zweit schaffen in dieser Dreier-Mission. Das muss man auch sagen. Wir haben zwar angeblich den leichtesten Schwierigkeitsgrad gemacht, aber eigentlich müsste man zu dritt spielen. Mal gucken, ob das klappt. Go, Marcel, go. Sind wir leichtsinnig? Spielen das erste Mal? Eigentlich sollten wir zu dritt sein. Wir sind nur zu zweit. Wird das gut gehen? Wird das klappen? Ach, ich bin da total zuversichtlich. Also, da kann eigentlich nichts schief gehen. Wir haben hier einen Chat, der hilft uns. Ja. Wenn wir irgendwas nicht sehen, die geben uns Bescheid. Feuert uns an, bitte. Den einen oder anderen als Kanonenfutter verheizen, das ist dann halt Kollateralschaden. Ja, ja. Alles gut. Und jetzt gibt's gleich einen Timer, Marcel. Jetzt müssen wir über Zeit gut und klug und schnell sein. Ohne vorher zu wissen, was genau passiert. Achtung! Handlung. Es feuert nun gleichermaßen auf Freund und Feind. Wir müssen es ausschalten. Das taktische Startsystem zielt auf den abtrünnigen Satelliten im Orbit. Die Mission lautet, zwei Sprengköpfe sicher bis zur Startrampe zu bringen. Doch was auch immer den Satelliten abtrünnig werden ließ, hat auch viele Militärelemente von New Horizon unter Kontrolle. Sie wollen den Start unterbinden. Okay. Das darf nicht geschehen. Sorgen Sie dafür, dass die Laster mit ihrer Ladung ankommen. 5 hier hin. Und du und ich, ich zeige mal kurz die Karte. Jeder hat seine eigene Station. Die Ziele kommen von rechts, Marcel, ne? Erklär mal selber, worum es geht. Wir müssen mal gucken. Ich glaube, von rechts und von links. Da waren eben in dem Briefing zwei Positionen angezeigt. Oh. Aber ich mache einfach mal selbe Taktik wie eben. Erstmal aufbauen, Einheiten produzieren und gucken, was da auf uns zukommt. Mhm. So, wir ziehen einen hier rüber mit den Kollegen hier. Wir bauen einmal eine Kaserne, damit es schnell losgeht. Hier werden weitere Einheiten gebaut. Die schicken wir in diese Produktionsgebäude hier rein. Kaserne ist gleich fertig. Die flitzen hier rüber. Kaserne ist da. Einheiten. Einfache Soldaten. Ich fange mal mit 5 an. Oh, guck mal, da links. Der Feind kommt von meiner Seite aus. Basisgebäude einmal verbessern geht noch nicht. BBX-1, Flugvorbereitung. Schütze meldet sich zum BBX-2, Flugvorbereitung. Hör mal, du kümmerst dich um den Angriff von Südosten, nicht um den von Nordwesten? Sollten wir so machen? Ich hoffe, da kommt jetzt nicht zu viel. Ich habe mir jetzt ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt, schon. Schütze meldet sich zum Dienst. Ich überlege gerade, eine zweite Kaserne hochzuziehen, um einfach schneller nachbauen zu können. Also, das ist ja gerade echt... Ich mache mal die Verbesserung der Kernbasis gerne. Eins rauf. Verbesserungsstufe 2 einleiten. Guck ich mal, ob wir noch ein Gebäude bauen können, ja? In markierten Bereich bewegen. Forschungsgebäude und eventuell Bodengeschützturm. Ich setze mal einen Geschützturm oben hin und hoffe, dass der uns ein bisschen verteidigt. Dann kann ich
unten rechts mal das gleiche, dass wir das ein bisschen symmetrisch aufbauen, weil die Karte scheint ja auch wieder symmetrisch zu sein. Das läuft ganz ordentlich hier. Kaserne. Einheitenlimit ist noch okay. Weitere Soldaten, alle hier hin. Gleich werden wir angegriffen. Ich bin gespannt, wie viele. Mist, der Geschützturm ist noch nicht fertig. Soldatenfeuerrate verbessert. Position für Treibstoffgewinnung bestätigt. Schütze meldet sich zum Dienst. Kaserne läuft weiter. So, Kaserne am besten auch schon auf Stufe 2. Schütze meldet sich zum Dienst. Angriffsprozeduren einleiten. Gute Idee, habe ich jetzt auch gemacht. Jetzt werden wir angegriffen. Ich hoffe das Beste. Schütze bereit. Ich erwarte das Schlimmste. Sind unterwegs. Du bist schon angegriffen, ich noch nicht. Ja, ich werde angegriffen von so Robotertypen. Und die machen hier auch, ja, die haben mal eben Packst meine die? Armee umgebracht. Die ganze Armee? Ja, die ist mal eben gerade, also mal eben, ich habe 8 oder 9 Einheiten abgeschlachtet worden. Soll ich mal runterziehen zu dir? Die scheinen nicht in die Basis vorzuziehen. Die laufen Richtung Norden, kommen jetzt von da. Sind unterwegs. War da nochmal ein Wachturm? Ich hoffe, das geht schnell genug. Sind wir hier vorne hin? Oh, die sind wirklich stark. Sind unterwegs. Jetzt greifen sie meine Arbeiter an. Schusswechsel mit feindlicher Infanterie. Boah, die können auch fliegen. Die messen auch meine Leute komplett ab. Aber das ist aber krass hier. Pat fragt gerade, ob man die Wachtürme auf der Karte besetzen kann. Das gucke ich gerade mal nach. Sie haben jetzt schon quasi verloren, ne? Ja. Siehst du mit dir aus? Hast du noch Arbeitsbots oder sind die alle schon gekillt worden? Ich habe noch ein paar. Also die Produktion läuft links weiter. Ich helfe mir gerade mal mit dem Strahlen. Mit der Strahlungszone. Aber das ist natürlich nichts für langfristig. Also. Nicht genug Material, keine Baubots mehr. Das ist schlecht. Das Material habe ich aber. Der kommt, jetzt kommen die in riesigen Mengen. Ich habe sowas von 0 Schnitte gerade hier. Das ist alles jetzt. Das ist ja unfassbar. Wo kommen die alle? Also, das ist aber krass hier. Dann merkt, ja, wenn wir ein dritter Spieler gewesen wären, wäre alles okay gewesen, ne? Vielleicht. Wir spielen zu zweit, ne? Aber trotzdem. Wir könnten mal gucken. Es scheint oben rechts auf etwa 1 Uhr einen Basisslot zu geben. Vielleicht kann man dann noch schnell eine Kernbasis bauen, dass wir quasi relativ schnell den dritten Spieler in Anführungszeichen uns erschaffen. Ich zieh mal einen unserer Arbeiter, meine Arbeiter rüber. In markierten Bereich bewegen. Aber das sieht gerade nicht gut aus. Ich habe noch einen einzigen Arbeiter, keine Ressourcen. Heißt, der muss jetzt ganz langsam erstmal wieder ja, so viele Ressourcen ran schaffen, dass ich neue Arbeiter bauen kann. Gut, den kann ich gar nicht setzen da oben. Ich kann die Basis noch nicht draufsetzen. Vielleicht nur für den dritten menschlichen Spieler gedacht. Das klappt gar nicht. Meine Kaserne ist auch weg, merke ich. Komm, jetzt hätte ich von links fertig gemacht. Jetzt machen sie den Turm klein. Kann ich alles noch nicht nutzen hier. Ja, das war's. Also, hör mal, das ist aber dermaßen heftig. Ich glaube, die Karte ist echt ausgelegt für 3 Spieler. Dann haben wir ja 0 Schnitte zu zweit, ne? Also es stand ja eben im Pooltipp, dass es schwierig wird zu zweit. Ja. Aber dass es so heftig wird, hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Ja, ein bisschen großkotzig im Nachhinein. Ist Black Panther noch im Chat? Matze. Soll es mal zu dritt versuchen? Wie meinst du? Matze ist auf Teamspeak auch da. Ja, soll man das mal versuchen?
Wir ich gehe mal auf TS mal ganz kurz zu ihm und frage ihn mal, ob er da ist. Frag ihn mal und dann würde ich gegebenenfalls auf TS zu euch rüberkommen, dann versuchen wir es nochmal. Zu dritt dann. Ich meine, habe ich Währung bekommen dazu, aber das war's, war's auch irgendwie. Es hat noch nicht so ganz hier funktioniert. Na, wie schön, dass der Chat nicht schadenfroh ist. Das ist ja sehr, sehr beruhigend. Also das war ja dermaßen heftig. Also Matze hätte Lust mitzuspielen. Ja, dann wechseln wir einmal komplett rüber auf TS und versuchen einfach nochmal unser Glück. Gehen hier auf Discord raus, ich komme rüber zu dir. Machen wir so. Und einmal rüber und so, lalam, hallihallo, hallo Matze. Einen wunderschönen guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Marcel ist auch da. So, ich bin auch da, hoffentlich auch so laut wie gerade. Ja, fast genauso. Und ein Sätzchen bitte nochmal von unserem Black Panther. Schönen guten Abend, wünsche ich allen. Ja, ich glaube, ihr seid alle okay. Chat, alles okay? Sind wir gleich laut? Ich denke ja. Nächster Versuch hier. Wir versuchen es gleich nochmal. Sind wir befreundet bereits aufs Team? Ich denke ja, Matze, ne? Ja, müssten wir ja. So, dann gehe ich nochmal einmal. Oh, da ist irgendjemand automatisch zu uns dazugekommen, weil ich das nicht zugemacht habe und nicht auf privat gestellt habe. Ich gehe einmal raus aus der Lobby. Und schicke dir mal, erstelle eine neue. Wie stellt man die Lobby denn auf privat, Marcel? Hab ich noch nicht gesehen. Allerdings, es gibt gerade nur 4 Lobbys, wenn wir beide schnell beitreten. Ja. Kommt mal schnell in meine Lobby rein, Leute. Habe ich da einen Namen gegeben? Ich glaube nicht, ne? Da ist der Matze. Black Panther ist da. Marcel ist da. WB auch. Ja. Soll ich nochmal auf Global Risk gehen? Ich glaube ja. Dann machen wir es einfach nochmal. Einmal Global Risk wieder. Versuch macht klug, hoffe ich mal. Einheiten, so wie eben. Sind das dieselben? Imperator. Oder kann ich noch eine neue Einheit im Shop kaufen? Ich glaube noch nicht. Marcel ist dabei. Black Panther, du bist welche Fraktion? Ich bin auch die Global. Sehr schön. Wir beide plus Marcel gegen dieser verrückte Roboter KI da. Auf geht's! Sei der Start klar? Ja, nächster Versuch, würde ich sagen. Kann nur schief gehen. Lebt wohl. Es war schön, an eurer Seite gedient zu haben. Auf geht's. Puh. Haben wir irgendwas gelernt aus dem versauten ersten Versuch? Abgesehen davon, dass wir zu dritt sein müssen. Wir müssen schnelle Einheiten bauen und dürfen echt keine Sekunde Zeit verlieren. Wir müssen dann hoffe ich mal, dass ich euch helfen kann. Ja. Und wir sollten natürlich wissen, von wo aus die Feinde angreifen. Das wissen wir mal nicht. Ob die beim nächsten Mal wieder von rechts unten kommen, wer weiß, ne? Wir müssen es ausschalten. Das taktische Startsystem zielt auf den abtrünnigen Satelliten im Orbit. Hilft Infanterie tatsächlich? Gegen diese Roboter? Die werden bestimmt helfen. Die Frage ist nur, haben wir, haben wir Zeit dazu, die zu bauen so schnell? Sie wollen den Start unterbinden. So, bauen. Beide Laster müssen mit intakter Ladung die Startrampe erreichen. Dann mal los. Eine Kaserne bauen. Gebäude bauen. Ich mach direkt 2 Garnisonen. In markierten Bereich bewegen. Ich auch. Ich versuch's mal damit. Geht nicht. Ressourcen fehlen noch nicht. Fehlen dafür. Und jetzt kann ich aber. So, Matze, du bist jetzt oben rechts gespawnt? Ja. Trainingsanlage erbaut.
Also, erste Infanterieeinheit wird schon produziert. Mhm. Schütze meldet sich zum Dienst. Nee, kann ich nicht. Ah, doch. Extraktion kann starten. Da kommen die ersten Soldaten bei mir. Schütze meldet sich zum Dienst. Trainingsanlage erbaut. Angriffsprozedur. Wir bereiten das taktische Startsystem für den Abschuss zweier taktischer BBX-Raketen vor. Orbitalangriff wird gestartet. So. So, hier soll man direkt Ressourcen sammeln, das werde ich auch mal machen. Was ich mich frage, ist, ob wir Türme setzen sollten oder nicht. Ja, entweder. Dann sind die Ressourcen natürlich weg für die Kampfeinheiten, ne? Naja. Beides geht nicht. Also, ich werde mal aggressiv spielen und weniger auf Basisverteidigung. Ich verbessere mal beide Kasernen und das Hauptgebäude. Also oben rechts von dir ist auch so eine Sammelbox, sag ich mal, wo du Ressourcen holen kannst. Oh, ich habe noch gar keinen entdeckt. Ich kann irgendwo Ressourcen abholen. Auf der Karte ist so ein Ping, der die ganze Zeit gelb aufleuchtet. Ach, da kann man. Das ist für die Ressourcen, okay. Mhm. So, jetzt kann man bessere Einheiten holen. Raketen, so, Leute. Gegen Flugzeuge und leichte Fahrzeuge ist der Raketensoldat gut. Ist ja vollkommen Schnuppe, ne? Ja. Also ich vertraue auch... Truppen auf ihrem Bildschirm. Machen Sie sich bereit. Halten Sie die Position. Also Tooltip gerade sagte, Infanterie bauen und warten. Das mache ich jetzt einfach mal so. Ich habe jetzt 6 Einheiten... HQ-Verbesserung Stufe 2 erreicht. Zusätzliches Gebäude einsatzbereit. Warte, kann ich noch ein Forschungslabor bauen? Was braucht man für ein Forschungslabor? Ah, das ist Arsenal, ne? Genau. Die heißen die Fraktionen immer ein bisschen anders. Aber Einheitenverbesserung scheint mir relativ schnell sehr sinnvoll zu sein. Raketensoldat fertig ausgerüstet. Ich brauche auch viel. Ja, man merkt schon Unterschied. Wir haben viel weitere Leute jetzt, ne? Schütze meldet sich zum So, jetzt kommt da die erste Angriffswelle bei mir. Schütze meldet sich zum Ich schick mal meine Soldaten mit zu dir. Feindeinheit an. Zentraler Bereich. Dienst. Marschbefehl erhalten. Du hast ein Nullfeld gesetzt. Ja. Schütze meldet sich zum Dienst. Ein Nullfeld kann aggressiv verbündete Einheiten den Schaden reduzieren. Das sah soweit ganz gut aus, also besser als eben in der Partie. Ach, du hast deine Leute schon verteidigt, prima. Raketensoldat hier. Matze, wie läuft's bei dir? Bei mir läuft's ganz gut. Die gelben Punkte, da kann man einsammeln und die roten sind Feinde, meint ihr, ne? So würde ich das sehen, ja. Wo wird gerade gekämpft? Oh, bei mir! Bei mir bei dir, um die Ecke! Bei dir. Automatiksequenz einleiten. Verstanden. Landesystem schaltet Heizelemente ab. Positionswechsel. Sammelt sich Material an. Der Nachschub ist auch wichtig, weil das war gerade zum Beispiel eine erste Hilfekiste. Oh Gott! Ganz schnell Hilfe zu mir, bitte! Ich komm. Bin schon da. Ein Heilfeld. Rennt! Feuerrate. Position halten. Durchhalten. Treibstoff steht bereit. Das sieht gut aus. Es hat geklappt. Da los! Bei dir ist noch eine Nachschubkiste, Daniel. Moment. Schütze meldet sich zum Dienst. Angriffsprozeduren einleiten. Schütze meldet sich zum Dienst. Wo ist die Nachschubskiste? Der gelbe Punkt auf der Karte bitte. Schütze meldet sich zum Dienst. Mit einer einzelnen Militäreinheit rüber und abholen, oder? Ja, mit 2-3 geht's schneller.
es sammelt sich Material an. So, der nächste Angriff kommt bei mir von unten rechts. Soll bitte eure Einheiten hinschicken. Ich mach mal einen Ping auf der Karte. Die Schütze hier sammeln. Bereit. Schütze bereit. Sind unterwegs. Boah, krass. Was komme ich schon mit Flugzeugen? Ja, meine Einheiten können leider keine Flugzeuge angreifen, habe ich gerade festgestellt. So, jetzt ziehe ich hier mal zurück. Ich mache euch aber mal so ein Schutzfeld hier hin. Das ist lieb. Können mal ein Flugzeug angreifen, oder? Ja, es hat halbwegs geklappt. Achtung, links unten sind Feinde, oder? Sind unterwegs. Ja. Schütze bereit. Oh, 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 oh. Deine Basis gerät schwer unter. Ein Infanteriegebäude gefallen und mein Arsenal. Ich habe ein bisschen Probleme, die Feinde und uns farblich auseinanderzuhalten, muss ich gestehen. Marschbefehle erhalten. Ja, weil wir die ähnlichen Fraktionen spielen, ne? Mhm. Marschbefehle erhalten. Neue Einheiten bauen? Fertig ausgerüstet. So, ich baue direkt wieder zweite oder dritte Garnison. Eine Fabrik bauen. In markierten Bereich bewegen. Schütze meldet sich zum Dienst. Gebäude bauen. Schütze meldet sich zum Dienst. Und da entsteht jetzt ein Fahrzeuggebäude. Mal gucken, ob das hilft. Schütze meldet sich zum Dienst. Einen Nachschub abholen traue ich mich gerade nicht. Aus dem Osten kommt wieder eine Angriffswelle. Wir rennen rüber. Soldat. Kannst du ein Nullfeld setzen, um uns zu verteidigen? Mal ein Feld, das uns hilft hier. Das ist ein ganz dicker Panzer, der da gerade kommt. Ich glaube, das schaffen wir. Neue Einheiten produzieren, aber jetzt geht's besser. Das war eben echt das Problem, einfach wie viel Einheit man hatte, ne? Ja, wir haben jetzt ein Drittel mehr. Klar, dass das einen Unterschied alle macht. Eliminiert. Bereiten Sie sich auf die nächste Angriffswelle vor. Gott sei Dank. Wie viele gibt es wohl? Scanne nach Feinden. Schütze meldet sich zum Dienst. Egal. Das Spiel kann scannen, wir bauen Einheiten. Matze, bei dir auch alles okay? Bei mir ist alles okay. Raketensoldat fertig ausgerüstet. Aufklärungsfahrzeuge freischalten. Imperatorpanzer, da vorne ist der Flächenschaden, bla bla bla. Ich komme wieder. Von wo? Zwei Seiten. Ja. Von zwei auf einmal. Ich bleib mal auf der rechts, ich bleib mal bei mir. Das klappte ganz gut. Haben wir geschafft. Einmal heilen bei mir. Im Norden wird angegriffen. Für Reparaturprogramm. Oh Gott, da müssen wir rüber. Matze, soll ich dir helfen? Ja, alles gut. Marschbefehl erhalten. Ich frage gerade nach Minenfeldern. Hab ich noch nicht gesehen im Spiel. Nee. Eine Feindformation rückt an. Der Laster ist ihr primäres Ziel. Er hat fertig ausgerüstet. Raketensoldat hier. So, dann können wir hier bald Kernbasis einmal ausbauen. Ich will mal die Imperatorpanzer sehen. Weitere Einheiten bauen. Einheitenlimit ist bald am... wisst ihr, wie man das Einheitenlimit verbessern kann? Geht das überhaupt in dieser Mission? Bin mir nicht sicher. Das hat sich eben irgendwie automatisch verdoppelt, ohne dass wir was gemacht haben. Es scheint über die Mission zu laufen. Weil wir können nicht expandieren. Ich habe die Karte eben mal abgescrollt. Es gibt keine Möglichkeit, neue Basen zu bauen. Mhm. Und es gibt auch nicht diese Energieknoten oder Läger, die man bauen kann. Schütze meldet sich zum Dienst. Gebäude bauen.
unten links wird angegriffen, da mit einer großen Armada. Oh, ich brauche Hilfe, Leute. Das ist ein bisschen dick hier. Oh ja. Cluster 1 ist bereit, den Hangar zu verlassen. Halten Sie Eskorteinheiten bereit. Ein Bonus hier drauf. Hat aber geklappt. Haben wir auch geschafft wieder. Eine Minute müssen wir noch durchhalten oder kommt in einer Minute? Gelange zum Hangar ist die Aufgabe. Der Hangar ist im Westen, vermutlich das Viereck auf der Karte. Soll ich da mal hinlaufen? Ich glaube, wir sollten alle hinlaufen, weil da ist bestimmt viel Verteidigung. Leute, kommt mit! Marcel, Doppel M. Go, mit allem, was ihr habt. Folgt mir! 38 Sekunden, das sollten wir noch hinkriegen. Guck mal, fast das Einsatzziel verpennt hier, obwohl das so mitten im Display steht. Marschbefehl erhalten. Ja, jetzt bin ich am jetzt kann ich die Position natürlich nicht mehr halten. Marschbefehl ich erhalten. Bin beim Hangar. Ja, und jetzt? Ich bin aber im Hangar. Und nun? Marschbefehl erhalten. Gelange zum Hangar, wir sind doch da. Ja, und jetzt? Achtung, Angriff vom Süden. Versteht ihr das? Ich hätte erwartet, Matze, du hast noch eineinhalb mit dir in der Basis und du müsstest bei mir ein bisschen mithelfen in der Basis. Ja, ich komme, ich bin gerade unten auf Weg, hab ich halt gesehen. Ja, wir sind zum Hangar gekommen. Und jetzt kommen wir wieder weg, ne? Ach, das ist ja die Ladung, eskortieren. Was ist denn die Ladung? Da kommt ein großes Fahrzeug aus dem Hangar. Ich verteidige die und ihr, Marcel, ich verteidige die Ladung. Nein, ihr müsst... Ganz ruhig bleiben. Wie gut, dass ich immer die hohen Personen bin. Einmal sammeln, Feuerbereich hier drauf. Oh Gott, die Ladung geht drauf. Die feuern auf die Ladung. Unverschämtheit. Finger weg von den Zivilisten. Oh Gott. Die kommen von allen Seiten. Oh Gott, sind das viele. Oh oh. Also am besten hilfst du, Daniel. Bitte? Ja, ich bin. Erfasse neues Ziel. Ich produziere auch jetzt die ersten Panzer, dass wir ein bisschen mehr Schlagkraft kriegen. Also die Ladung geht gleich drauf, wir haben gleich verloren. Ja, das glaube ich auch. Also mal kann man die heilen, alt öffnen. Ich habe keine Truppen mehr. Alle weg. Alle weg, knapp. Zerstört, wir haben verloren. Aus die Maus. Oh, Schande, läutet irgendjemand und läuft hinter mir. Aber ich bin nicht nackt und ich bin es nicht. Nein. Uff, Operationsfortschritt. Sollen wir es nochmal versuchen? Was meint ihr? Das können wir doch nicht auf uns sitzen lassen, so. Ja, nein. Genau. Nächster Versuch, auf geht's.